Achso, Vogelhäuschen? Ja, wir haben am Haus links gemacht, die Vogelhäuschen dran. Okay. So, das sieht echt nicht schlecht aus. Naja, da können wir ja mal eine kleine Tour machen irgendwie. Ja, aber da müssen wir vorher schlafen, weil ich bin hier schon wieder. Punkt. Bin hier schon wieder. Wir haben doch gerade das gepennt. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, das Problem ist, wenn du hier Hunger hast, dann wirst du auch ständig schneller wieder müde, weißt du? Das kenne ich. Hier im Wasser. Da liegt da irgendwas. Federn gesammelt, okay. Das ist Kelvin. Ich bin hier die ganzen Stämme hier rum. So. Gibt es hier nicht so eine Art Brücke oder sowas, was man überhaupt bauen kann? Bett ausstoßen. Bett brauche ich nicht. Wir wollten Licht bald mal haben, ne? Ja. Deckenschädellampe. Oh mein Seil habe ich nicht mehr. Hast du nur eins? Kann ich das, Also ich mach's Rezept dran und du klopfst dann das Seil da rein. Genau, machen wir es so, ja. Warte mal, Deckenschädellampe. So. Die hängen wir mal hier in die Bude rein. Ob wir ein bisschen Licht haben. Witzigerweise. Wer? Oder? Okay, nee, ich hatte selber noch eins. Okay. Ich hab hier im Wald. Ey, komm mal, zu mir. Schau mal. Ja. Hier ist ein Eingeborener. Der hat gerade den einen. Oh gut, ey, jetzt macht das nicht mehr. Der hat gerade so einen Stamm weggeschleppt. Ja genau, der, was gerade das rechts wegläuft. Der hat gerade diesen einen Stamm hier. Ein paar Meter. Unser Zeug klauen. Ja. Sitzt da auf dem Baum oben. Und der jetzt auch von dem Baum wieder runter? Wo ist denn der? Ja, irgendwo hier oben. Okay. Sehen aber gar nicht mehr. Na gut. Sich melden. Ja. So, hatten wir jetzt noch von diesen Pixpunkten? Das war die Höhle dort, ne? Das war die Höhle, von dort sind wir gekommen. Und oh, der ist wieder da, ja. Aber der ist jetzt nicht aggressiv. Noch nicht. Jetzt klaut er wieder einen Stamm. Machst du mit dem Stamm? Wo willst du damit hin? Mein Stamm! Das war mein Baum! Dreh drauf, was ist denn das für ein beklopptes Spiel, Alter? Was will er denn damit? Pass auf, dass er dir keine übersieht mit dem Ding. Naja. Hübscheste ist er jetzt nicht. Oder sie. Oh, jetzt aber. Jetzt willst du es wissen. Setz deine Maske auf. Aber ich glaube so richtig, die Maske, die hilft, glaube ich, so richtig, glaube ich, nur bei diesen nackten Typen. Die hier so auf allen Vieren rumsausen. Ich will die hier gerade mal studieren, was mit ihr ist. Ja. Kelvin interessiert auch überhaupt nicht. Jetzt geht sie wieder zum Stock. Okay. Also zum Stamm. Ja, dann nimm deinen Stamm und ein schönes Leben noch. Okay. So, hier könnte man noch Licht einstellen. Grün ist gut. Grün ist super. Man konnte grünes Licht einstellen? Ja, du kannst im Inventar kannst du Licht einstellen. Mit den zwei Knöpfen, die du da hast. Am Feuerzeug oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Nee, im Inventar direkt. Hast du so einen Schalter, da sind zwei Knöpfe dran, da kannst du rechts anmachen und links dir ein Licht auswählen. Achso, okay. Ja. Nein, du sollst. Ja. Na, um Himmels Willen. Habe ich gerade ein zerdeppert hier? Nee. Das ist die zweite Reihe hier, ne? Ja, ich, das ist alles so ein bisschen.
strange. Ja, das vor allem, also das mit diesen, mit diesem Anspitzen, das ist auch nicht so wirklich, weiß nicht. Manchmal ist es kein Problem, aber dann ist mir so, dass du wieder hier nicht die Stelle findest hier. So. Und bei Stämmen, die irgendwie ganz am Rand sind, die, da finde ich es irgendwie gleich überhaupt nicht hier, die Stelle. Ja, hier komme ich auch gerade nicht an die Stelle ran, wo ich hin will. Hier geht's mal wieder. Nein. Ne? Sieht gut aus. Ja. Gut, dass keine Schönheitspreise vergeben werden, weil da hätten wir, da wird, so, man alt, und, wird man alt aussehen hier. Neben dem Trinken-Symbol ist jetzt dieses Stärke-Symbol. Das heißt, wenn das voll ist, sind wir Level Kraftlevel aufgestiegen oder wie? Gute Frage. Hast du das auch? Ja, hast du auch. Ja, das ist bei mir so vielleicht bei 40-45% der rote Balken. Oh Gott, also nee, bei mir ist noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, ich sag ja. 40-45%. Ach so, ja, so, ja, doch, jetzt. Hm? Also, ich bin noch weiter drunter, glaube ich sogar. Das 30% überhaupt. Hm? So. Und steigt das dann jetzt hier durch Stämme schleppen und kämpfen oder was oder wie? Keine Ahnung. So, das passt schon mal. Hier machen wir nochmal in so ein Ding hin. Kelvin, geht lieber weg. Es reicht, wenn ich dich einmal gekillt habe. Warte mal, Stocklager. Machen wir noch ein Stocklager. Ja. Warum? Weil wir es können. Dann gehen wir mal, streifen mal wieder durch die Gegend, oder? Ja. So, Kelvin, wo ist denn hier meine Stöckchenabteilung? Ich brauche dich. Wo ist denn eigentlich Virginia? Die habe ich jetzt die ganze Zeit schon nicht mehr gesehen. Das stimmt allerdings. Die rennt wieder irgendwo verplant durch den Wald. Ja, aber die ganze Zeit ist sie ja ständig auf der Pelle gewesen und jetzt ist sie irgendwie weg. Haben sie durch die Mauern jetzt vertrieben. Die kommt nicht mehr. Aha. So, machen wir das mal voll hier. Tack, 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 tack. Sehr schön. Gib mir mal die Stöckchen hier. Da war gerade ein Reh auf unserem Dach oben. Ja, sag, die rennen hier einfach über das Dach drüber. Oben noch eine Falle hinbauen. Okay, Vogelhäuschen sind fertig. Dieses Ding ist auch fertig. Was ist das für ein Teil? Die Halter. Ja. Keine Ahnung, was das hier für ein Ding ist. Fängt damit. Sie, komm her auf. Ich denke, okay, ich glaube, wir haben alles umgenäht hier innerhalb der Mitte. Also die Fische, die nehmen, also hier am Trockenreck, die nehmen schon eine andere Farbe an nach einer gewissen Zeit, gell? Sind die dann jetzt haltbar oder wie? Weiß ich nicht. Also für das, dass der gerade schon so lang am Trockenreck hing, der Fisch, hat er sich aber gerade sehr lebendig bewegt hier. Okay. Ja, was essen müsste ich auch noch mal und dann können wir eigentlich gerne losdüsen. Ja, ich glaube, es wird ja jeden Moment dunkel, oder? Guck mal, wie tief die Sonne schon steht. So, da haben wir uns hier mal den hier drauf. Und den hier vielleicht. Und ballern den hier gleich wieder dran. Und zack. So, noch ist roh. Naja, irgendwann müssen wir ja mal los. Wir können ja nicht ganz Tag hier aus dem Lager rumbauen. Hm.
So, der ist durch. Brauchst du noch was zu futtern? Nee, ich bin sogar zur Abwechslung mal voll. Also. Okay. Müsste einen Schluck trinken. Oh. Ja, okay, das passt bei mir auch jetzt alles. Reingehauen, genau. Ja, die Sonne geht gleich wieder unter. Hm. Aber. Achtung, Baum! Oh! Oh, Baum! Oh, 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 oh! Um. Hast du das gesehen? Movement, nennt man das. Movement. Was war? Was können wir mit dem machen? Ziehen wir das auch hier ins Wasser raus, ne? Dann laufen sie da vielleicht auch nicht vorbei. Ja, Wasser kommen sie ja nicht wirklich, ne? Ja, also die sind jetzt halt hier nicht wirklich, also die haben uns jetzt hier nicht wirklich verfolgt. Warte mal. Wäre natürlich cool, wenn wir so ein Wassertor hätten und so. Oh. Können wir uns ja bauen. Ich hab sie doch gerade gesehen. Wen? Die rennt da hinten bei Kelvin rum, wieder hier. Ach so, okay. Anastasia. Okay, na dann. Wenn sie noch da ist, ist alles fit hier. Ich hab sie zumindest gerade gesehen. Ja. Den Baumstamm können wir uns auch noch holen. Zack. So. Sieht doch gut aus. Ja. Ja, spring hoch. Hin. Ja, die Spitze. Doch jetzt. Ja, das mit dem Anspitzen, das ist hier echt. Das ist ein Schlag. Es ist ein Traum. Ja. Ja, Kunst. Kunst am Bau. Du musst nur die richtige Sollbruchstelle erwischen und schon. Schwupps! Ja, das hat, genau. Ey, wie viele Rehe sind denn da unten? Ich sehe 5. Schmeiß mal Granate runter. Ey, bring mich ja nicht auf Ideen, du. Hier hätte ich gern noch einen. Das, die Lücke gefällt mir noch nie. Jetzt keine Granate runter, oder? Wo sind die? Ja, aber nur weil ich sie gerade nicht finde. Da ist C4. Granaten. Ach, die sind oben im Koffer drin. Warte mal. Ausrüsten? Oh Gott. Guck mal, ich schleich mich mal an. Oh nein, da ist. Oh, jetzt kommt gerade ja. Virginia. Na super. Die wird voll da reinrennen. Oder? Nee, sie geht gerade. Ach, gibt's doch nicht an. Warum erzähle ich dir das? Feuer in the hole! Ja, was? War doch ausgemacht. Warum könnte ich nicht so tun? Schade, dass ich dich gleich zwei erwischt habe. Aber der zweite ist gleich hier abgehauen. Ist das noch verwertbar jetzt, oder? Ja, nee. Doch. Oh, eigentlich schon. Rein hier ins Gemüse. Ist zwar voll mit Splittern. Gott. Ach, nee. So, komm, wir gehen mal. Ist das scheißegal, ob du Schlacht wird. Wir gehen mal zu irgendeinem. Hast ja auf der Map auch diese lila Punkte, ne? Lass mich mal kurz das Zeug hier ans Trockenrack hängen. Trockenrack? Rack. Was ist eigentlich mit diesem Stamm hier? Warum? Was ist das für ein Konstrukt hier? Hm? Hier ist voll, ne? Ja, eins kann ich hier hinhängen. So, auch voll. Eins hinhängen. Wollen wir noch eins, noch schnell eins bauen, weil es dick ist, hätten wir vermutlich gerade genug. Warte mal, ich gucke. Stocklager, Steinlager, Lagerung, Trockengestell. Ja, Frage ist, wohin? Ich stelle es dir einfach irgendwann rein. Wo ist denn das Rät hin? Wird durch die Wand marschiert. R. Stellen wir das mal hier hin. Okay. Ich? Okay. Passt.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Oh. Wieder voll. Ein Platz unter frei. Okay. Ich glaube, ich habe noch irgendwas. Oh, Virginia! Nee. Ich habe noch so einen Kopf, den kann ich da nicht hinhängen. Okay. Achso, gut. Hattest du nicht irgendwo sowas wie die Schädellampe gebaut oder sowas? Oder Im Haus habe ich eine aufgehangen, die ist schon fertig. Achso, kannst du vielleicht hier draußen noch eine? Hier auf den Stein oder so? Oder lass mich mal so generell mal so ein bisschen Licht haben. Es gab irgendwo so eine Art Fackel. Stehlicht. Ah, ja. Aber da braucht man gleich immer Stoff, gell? Und Stoff, das ist wieder so eine Sache, die haben wir ja aktuell ja gar nicht, gell? Knochenleuchter, Knochenstuhl, Wandfackel, Deckenschädellampe. Ich finde halt den. Nee, ich kann kein anderes Licht bauen. Warum nicht? Standfeuer. Aha. Ja, genau, sowas halt, ja. Ein Stock, Stoff und ein Feuerzeug. Und wie mache ich das dann? Stockkonstruktion. Boden, Wand, Tür, Fenster. Rampe brauchen wir nicht. Die arme, die Virginia, die hockt, das hat hier außerhalb. Die kommt nicht mehr rein. Die will nicht mehr rein? Ja, ich soll vielleicht doch eine Tür reinprügeln. Die will schon, aber ich meine, das ist auch ein guter Test, weil wenn die nicht reinfindet, dann wenn es die Kannibalen. Vermutlich auch nicht schaffen, gell? Ja. Oh, lass Standfeuer. Mich. Also es geht nur Stock, Stoff, den Stock in den Boden rammeln. Dann Stoff dazu und anzünden. Okay. Oh, das war falsch. Ich sehe überhaupt nichts. Warte mal. Stock bitte. Stock haben wir nicht mehr. Genau, einen Stock. So. Kelvin hat gerade noch einen Schwung gebracht, ja? Jetzt hat er es in der Mitte durchgebrochen. Das wollte ich nicht. Kelvin, kannst du mir hierher folgen? Wäre jetzt mal interessant, ob der das hinbekommt. Kommt Kelvin? Schafft er das? So, jetzt Stoff. Kelvin! Ah, okay. Ich glaube, ich hab's. Okay. Feuerzeug. Wo ist denn das gelandet? Ist das? Ja. Ist Kelvin gerade hier durch die Wand geglitscht hier? Ist der jetzt drinnen? Ah, der ist hier drin. Freut sich gerade. Ach so, weil, Ich jetzt den Stoff wieder. Ach, Alter, es ist ein bisschen strange hier mit dem. Nee, weg damit. Entfernen. So. Bleib hier, Pia. Also, guck mal, komm mal zu mir bitte. Guck mal, ob du das Ding hier anzünden kannst. Ich kann hier noch irgendwas drauf bauen. Aber wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich gerade das Ding in der Hand habe. Das wollte ich nicht anzünden. Oh, ja gut, das Falsche. Ist auch nicht schlecht, weil dann sehen wir hier mal was. Dann anzünden, aber das kann ich nicht anzünden. Fehlt da noch was oder? Ich habe Alkohol oder? Im Boden gerammelt. Guck mal, Virginia kommt durch die Wand. Da kommt auch absolut kein. Aber mal, oder ist das von dem Lager? Nee, das ist von dem Lagerfeuer dahinter. Nee, ich krieg hier keinerlei. Er macht nur Sinn. Ich sollte einen Stock reinhauen, Stoff drum machen, habe ich gemacht. Dann soll man es anzünden. Hab ich das vergessen? Nö. Alkohol oder? Ach, warte mal, noch ein Stock? Was mache ich noch vielleicht? Ja, ich hatte gerade noch einen Stock in der Hand und den hätte ich dann oben drauf setzen können, aber ich. Ja, wahrscheinlich das war das gewesen. Ja, aber. Ja, okay, das ist es. Das ist es? Ja, okay. Okay, und jetzt theoretisch anzünden mit dem Feuerzeug.
Kommt aber immer noch kein. Oh! Virginia ist gerade hier durch die. Nein, war noch nicht fertig. Nee. Also ich krieg nach wie vor keine. Die schläft es halt hier. Okay. Na. Und Kelvin, ja. Auch. Jetzt vielleicht nochmal Stoff drum? Nee. Stock im Boden, Stoff drumrum, noch ein Stock drauf, haben wir gemacht. Und dann anzünden, das ist Schritt 4. Ja, geht aber nicht. Wir da Stoff dran machen, noch anzünden, da ist das Ding. Irgendwie ein bisschen sinnbefreit, oder? Das Ganze bisher. Ah! Schau mal ein bisschen weiter, ey, nach oben. Ich habe jetzt halt relativ weit nach oben geschaut, bei diesem Ding. Okay, ich sehe es, ja. Ach, okay. Ja, ist auch schon wieder ein bisschen... Ja gut, das sind Kleinigkeiten, gell. Wenn man es erstmal weiß, dann ist alles fit, gell. Aber man aber muss ist es... Jetzt auch nicht man die muss Hölle es, hier, also... Nee, das ist wirklich, Und Virginia wird gleich reinrennen. Also. Nee, das ist wie eine 10 Watt Birne, also... Was ist mit dir? Die schläft, es ist Nacht. Das sollten wir vielleicht auch machen. Ja, okay, machen wir das mal und dann drehen wir mal eine Runde. Okay. Speicheln. Kelvin, du bist fit, okay? Und knacken. Ja, möchte bitte überschreiben. Und einmal schlafen, bitte. Ich hätte vielleicht noch was trinken sollen, weil jetzt... Oh, ich muss unbedingt was trinken hier. Ja. Mal kurz fit machen, genau. Du bist durstig. Und jetzt hat... Oh, da noch ein Hieb. Aber wir haben eigentlich den perfekten Standort, würde ich sagen. Super. Mhm. Okay. So, wenn ich jetzt hier mir... Okay, der Fisch sieht schon ein bisschen ekelhaft aus. Dann nehmen wir den mal. Kann ich mir den jetzt einfach reindürsten? Ja, alles was so ein bisschen dunkel ist, ich glaube, das ist dann durchaus genießbar, ja. Aber wo ist denn der Fisch jetzt? Oh. Ich sehe, du hast auch gerade gegessen. Virginia hat Blut im Gesicht. Wo ist denn der Fisch? Taktische Jacke. Hm? Hab ich doch. Okay. Ach, hier ist der Fisch. Oh Gott, der war so dreckig, den habe ich nicht gesehen. Okay. Was ist lecker. Okay, fast voll mit Fressen auf jeden Fall. Oh, da hinten klettert gerade einer an auf den Bäumen rum. Schau mal. Ja, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Und da draußen ist auch... Oh, zwei direkt hier an der Mauer hier. Da, Alheinz und Uli.